Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, beim letzten Mal haben wir ja eine schicke Quest fertig gemacht, eine schicke Sidequest, mehr oder weniger ein Auftrag von Basso. Kein Zurück mehr hieß diese. Wir haben hier in diesem Häuslein letzten Endes das Geheimnis gefunden. Dort hat der Typ die Diebesbeute gelagert gehabt. Wir haben sie uns zurückgeholt, natürlich. Zur vollsten Zufriedenheit, denke ich mal, von Basso, weiß ich noch nicht. Wir waren natürlich noch nicht mehr bei ihm, seitdem wir das gemacht haben. Denn dort an dieser Stelle hat man ja einen Cut gesetzt. So, schauen wir mal halt. Ziele, ja doch, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Allerdings ist es jetzt gerade blöd, dass wir hier sind. Denn, ja, so ist besser. Wir müssen jetzt auch mal ein neues Ziel festlegen. Und hier vorne, schaut mal, hier ist so ein kleines Bündelchen. Wenn wir das jetzt hinten... das nicht. Der ist natürlich immer so richtig schön blöd, wenn man nicht weiß, wo das alles ist. Ja, und genau da haben wir ja die Hexe von Stone Market. Ja, kurz zum Text, stiehlt das Ritualmesser. Die Apothekerin in der Middler's Row macht gerade ziemlichen Ärger. Manche halten sie für eine Hexe, andere sagen, sie könne einen die Seele direkt durch die Augen stehlen. Jedenfalls soll sie einen schicken Dolch haben und mit dem möchte ich mir künftig die Zehennägel säubern. Ja, also unser Ziel, das Ritualmesser stehlen, das machen wir natürlich, zack, einmal das neue Ziel avisiert und dann, wupp, den Weg mal kurz gemerkt. Eigentlich geht's fast nur noch geradeaus und dann können wir mal schauen, ob wir da irgendwo reinkommen. Ja, Kumpel, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube, wir haben nicht so viel Gold, dass wir jetzt so viel kaufen können. Sägezahnpfeile, wir haben 239. Ja, Ressourcen könnten wir verkaufen, machen wir aber nicht. Moment, Mohn, haben wir nur noch 2. Da haben wir 4. Vielleicht kaufen wir lieber erstmal Mohn. Zack, und dann vielleicht noch ein paar Sägezahnpfeile, deren wir 6 haben. Kann man nochmal 4 dazu... Haben wir noch das Geld dafür? Ja, haben wir natürlich noch. Okay, alles klar. Und stumpfe Pfeile haben wir wie viel? 15, das sollte reichen. Seilpfeile haben wir 9, da kann man noch eins dazu holen. Und ich denke mal, der Rest reicht eigentlich. Wasserpfeile haben wir 5, da haben wir 5. Der Rest kann man wahrscheinlich eh nicht mehr leisten. Ja, das passt schon. Okay. Viel Spaß. Jo, danke. Ich werde meinen Spaß haben. Hoffe ich zumindest mal. So, hier könnte man eventuell hoch. Nein, doch, guck mal. Naja, da kann man natürlich nicht hoch. Wie auch sonst, sonst hätten wir ja den Weg von da oben raus irgendwo gefunden. Okay, dann gehen wir einfach mal. Was bist du für einer? Du bist einfach nur so ein Typ, der hier rumläuft, oder? Wenn ich nicht aufpasse, endlich ich als Rattenfutter. Oh. Dann können wir natürlich ihn hier. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. So, aber. Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen, denn ich glaube, der eine Typ, der kommt nämlich hier vorne rum. So, mal eben nochmal die Karte aufgerufen. Und da vorne um die Ecke ist es nämlich schon. Moment mal, das ist ja da oben. Waren wir da nicht schon? Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Irgendwo höre ich es trappeln. Irgendwo läuft hier irgendwo rum. Und wir müssen da hochkommen irgendwie. Jemand wurde verletzt! Wir finden ihn, Bruder. Denk nicht, das hält mich davon ab, dich zu suchen. Okay, alles klar. Das war natürlich nicht ganz so schlau von mir. Ja. Ja, so macht man es natürlich nicht, nur deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht. Also Leute, keine Panik. Keine Panik, natürlich nur deswegen. Ja, 16. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Da unten hin eigentlich, ne? Okay, wir mussten gar nicht nach oben. Es stellt sich natürlich die Frage. Moment. Da gehen wir da hin. Da ist nämlich... Ah, hier ist ein Seilpfeil. Eine Seilpfeilmöglichkeit. Kann man das so sagen? Ich glaube, das war... Mittlerweile habe ich es mir gemerkt. Die 8. Er kann sich jeden Moment zeigen. Und geht das dann bis runter? Ja, das geht bis runter tatsächlich. Ja, kotz dich aus, mein Lieber. Was kommt als nächstes? So, wir könnten also in der Theorie... Naja, runterspringen ist keine gute Idee, dann sind wir tot. Ich kenne mich. Vor allem kenne ich mittlerweile Carrot.
So, wir könnten wieder da runter. Zack, einmal da lang. Und natürlich müssen wir dann da wieder da raus. So. Jetzt stellt sich natürlich wirklich tatsächlich die Frage, ob wir von da aus da rankommen. Das sieht mir ein bisschen zu kurz aus, als dass das eigentlich so gut funktionieren kann. Verflucht. Mir tut alles weh. Warum nur? Ich frage mich gerade, Moment. Ich muss gerade nochmal schauen, wo die Wachen sind. Ich bin da ein bisschen besorgt drum, dass sie uns dann doch entdecken könnten. Oh, der liegt ja. Den haben wir da schon als Köter hingesetzt, quasi. Waren quasi als Köter. Das war eher unbeabsichtigt, aber das spielt ja keine Rolle in dem Moment. So, wir könnten eigentlich nur. Ja, wir müssen schon da hinten rum. Den Fluss bis hierher riechen. Es sei denn, da gibt es noch einen anderen Eingang. Der ist tatsächlich der. Was der Watt, den schalten wir mal aus. Und irgendwo ist noch eine andere Wache. Wo ist denn die andere Wache hin überhaupt? Ich höre sie ständig murmeln und dann ist er nicht da. Ich werde krank. Das spüre ich. Da unten irgendwo vielleicht. Auch vorsichtig. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Da steht er doch, ne? So, den haben wir auch erledigt. Können wir ja hier eigentlich runter? Eigentlich. Hallo? Warum? Garrett, warum willst du nicht? Denn hier werden wir vermutlich nicht rein müssen. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber wir müssen dort irgendwo in den Keller rein, glaube ich. Das heißt, irgendwo muss es noch einen Weg geben. Einen klitzekleinen Weg. Oh. Ja, du bist natürlich am Sterben. Hm. Okay, ich glaube, das war dann doch nicht so das Richtige. Ich weiß es nicht. Nicht. Und da oben haben wir noch was. Da kann man auch noch ein Seilfeld dran bringen. Dort könnten wir. Ach, also doch wieder hoch. Oh, Leute, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Quasi zig Umwege gelaufen für nichts und wieder nichts. Aber gut, es ist halt so. Da machst du halt nichts, ne? So, Garrett, einmal wieder hier raus. So, dann haben wir nämlich da, dann könnte man in der Theorie. Oh, ich sehe es da drüben auch schon wieder blinken. Mudler's Row, genau, das ist schon mal richtig. Und dann können wir nämlich hier. Ups. Jetzt können wir auch darüber. Ich weiß nicht, wie wir da rüberkommen. Vielleicht von da oben aus irgendwo. Oder da lang. So, wir können jedenfalls von hier aus da ran. Und dann letzten Endes hier rein erstmal. Zack, ein Geheimnis. Ja, ein wenig Nahrung, Messer, eine Gabel, alles aus Silber natürlich. Was haben wir hier? Eine Halskette, sehr, sehr schön. Und ein Bildchen. Ein Bilderrahmen. Ja, inklusive Bild, würde ich mal sagen. Und Geldbörse. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. So, haben wir denn hier sonst noch irgendwas hier drin? Natürlich nicht, und wie ich sehe, sind wir natürlich nicht, sind wir weder in der richtigen Höhe für unsere, für unseren Auftrag, den ich ja so glorreich angenommen habe, noch, habe ich eine Idee, wo es lang geht. Eventuell da unten, da ist noch was, da kommen wir von dort aus rauf, da könnte man das klauen. Das interessiert aber in dem Moment noch nicht. Noch nicht, wie gesagt. Ich könnte natürlich jetzt mal versuchen, indem wir ganz einfach, hier zu dem anderen Seil wieder, klettern und dann da drüben rauf, ob es da noch irgendwas gibt. Brand Shop and Newspaper. Ja, so ein Druckshop quasi, ne? Und Zeitung. Newspaper ist die Zeitung. Für die Leute, die es nicht wissen.
Man könnte jetzt allerdings auch nochmal kurz hier runter und mal schauen, ob man da irgendwo langkommt. Der wohl nicht, ne? Nein, das ist zu weit, Leute. Das schaffe ich nicht. Das ist viel zu weit. Wie willst du denn da hinkommen? Von dort aus höchstens. Moment mal, da geht's vielleicht noch. So, da noch lang, dann wieder hier hoch und... Hopp. Ja, kotz dich mal zu Tode. Mann, da bin ich aber ganz schön blind hier langgelaufen. Das ich das... Ich muss mal sagen, die sind schlimmer als die Wache. Hast du das von der Marktstraße gehört? Was? Ach, ich hatte schon genug Kummer. Ich will's gar nicht wissen. Ja, stimmt. Ja. So, wir nehmen mal in der Zeit den Aschenbecher, während die sich beklagen über was auch immer. Ja, wobei, bei den Zeiten, bei dem, was hier alles abgeht, wundert es mich eigentlich nicht, dass rumklagen. So, und wir gehen mal dann doch vielleicht da lang, runter, einmal runter, danke. Denn wir könnten eventuell, ja, von der Seite aus dann doch da lang. Aber zunächst mal, da war ja noch was. Nehmen wir das hier noch mit, diesen Aschenbecher. Gold ist immer so richtig schön zu gebrauchen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Eingang finden. So, da unten. Ihr seht's, ne? Da unten müssen wir rein irgendwie. Hier ist das so dunkel. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das selber machen könnte. Außer vielleicht mal kurz hier einen Blick durch und ach, schaut mal da. Alles Klärchen. Oh Mann. Och, die Leute, die tun mir schon extremst leid hier. Ich bin nicht ganz ehrlich, Leute. Ja, jeder, der selber irgendwann mal richtig schön gelitten hat oder der Leute so live leiden sehen hat, der weiß, dass es einfach nur eine Qual ist. Also, für mich persönlich ist das immer so richtig schön eine Sache, die mir jetzt selber, die mich selber leiden lässt irgendwo, ne? Also, ich führe mal mit den Leuten mit. Northcrests haben es versucht, aber eine Stadt vergisst ihre Götter nicht. Ah, schaut mal hier, das Licht geht an. Ja, eine Stadt vergisst ihre Götter nicht. Während wir erstmal die Zeremonienklinge nehmen. Erde oder altem Blut. Oder beidem. Ja, die Hexe von Hast du nicht gesehen, die haben wir jedenfalls erledigt. Ja. Und ist hier denn noch irgendwas? Ja, natürlich. Mehr als genug Mohn nehme ich zum Beispiel. Und dann hier Tagebuch der Wachhexe. Ja, das schauen wir uns direkt mal an. Die alten Worte sind richtig. Man kann die Toten dazu benutzen, die Schwermut abzuhalten. Ich habe 3 Dutzend Kerzen aufgestellt und spüre bereits, wie sich die Stimmen zurückziehen. Ich muss mich beeilen. Ich brauche noch mehr Zutaten. Zumindest dürfte es in der Kosse genügend Blut geben. Ja, mit Blut natürlich dann Krankheiten abwehren. Wobei, das ist ungefähr so eine Bluttherapie. Ich weiß, den Fachbegriff weiß ich nicht, keine Ahnung. Fragt mich da was Leichteres. Ich weiß es einfach nicht. Rituale. Ja, Rituale. Gerzenwachs-Ritualbuch. Gerrit wollte es gerade andeuten. Ja, das Ritual. Ziegenkraut und Schwarzwurzel halten Wacht gegen die üblen Schrecken der Nacht. Bienenwachs und Schweineblut sind im Licht der Kerze gut. Ja, das soll wohl wahrscheinlich das Gerzenwachs-Ritual sein, was letzten Endes vielleicht doch der Schwermut gegenübertritt. Was ist aus der guten alten Glücksmünze am Grab des Wachmanns geworden? Ja, das ist natürlich, wäre was viel Besseres für die Leute, die nicht so auf Blut stehen. Und tatsächlich, ich finde es auch ein bisschen perfide, Blut und so weiter zu verwenden. Aber ja gut, jedem das seine. Die alten Götter waren nun mal so, ne? Für diejenigen zumindest, die gläubig sind. So, wir müssen erstmal hier raus. Stell dich gerade mal fest, bevor wir überhaupt irgendwo eine neue Quest annehmen können. Das schauen wir euch. Einmal den Weg suchen. Da lang. Ja, geht's hoch. Und dann geht's hier raus. So, hier machen wir das erstmal ab. Und dann... Hopp. Können wir mal hier das nächste Ziel festlegen. Dann wahrscheinlich eher schon fürs nächste Mal. Wobei, ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. So, das ist da vorne. Das wäre Torch. Ich denke mal, wenn wir erstmal hier... Ich denke mal, in der Gegend quasi die Aufträge vervollständigen, wäre es gar nicht mal so verkehrt. Dann machen wir das auch. Das Düftlerteil, ja. Stiehlt das Diebesfängerwerkstück. Der Schmied von Schemenow ist tot, wegen Verrats von den Kötzen hingerichtet. Trauer ist unnötig. Er hat nach der Pfeife des Diebesfängergenerals getanzt. Aber er soll für ihn ein letztes Stück gefällt stappen, das noch nicht aufgetaucht ist. Geh nach Grand Morden und hol dir das Beste, was man für Geld kaufen kann. Ja, nämlich hier, ihr seht's, wir müssen einfach nur hier runter. Was heißt einfach nur? Einfach nur ist gut und einfach gesagt. Wahrscheinlich hier runter, dann die Treppe runter, ich weiß es nicht genau, werden wir feststellen. Und dann haben wir hier schon dieses Teil. Verfolgt man natürlich einfach einmal und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja.
ist natürlich auch einfach gesagt. Vor allem weiß ich nicht, wie viele Wachen mir hier noch über den Weg laufen werden. Hier brennt es natürlich überall sehr, sehr schön. Oder auch nicht so... Oh. Ja. War aber eigentlich zu erwarten, dass hier noch mehrere Wachen rumlaufen. Da läuft nur eine Frau rum. Das ist auch schon mal schön. Wer geht da lang? Jetzt ist natürlich die Frage, wie machst du das am besten, ne? Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Unser Glaube muss stark bleiben. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. So, der steht da. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Ich mach mal kurz diesen. Ja, da ist natürlich nur irgendeine Truhe. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Ich wünschte, hier gäbe es eine Heiltopfkücher. Jetzt fehlt nämlich nur noch der da. Und der darf unter keinen Umständen Alarm schlagen, wenn er hier ankommt. Eine Leiche! Ja, eine Leiche! Das war's mit deiner Leiche. So. Ich hoffe mal, mehr gibt es hier nicht an... hallo? Da war doch was? Andere Seite vielleicht? Schloss knacken, ja natürlich. Ich will das, was hier in der Truhe ist, haben. Hoppala, vorsichtig. Vorsichtig. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Hä? Eine Leiche! Ah! So, einmal. Ja, ich höre es schon. Irgendwo kommen wahrscheinlich noch Wachen, ja. Aber lasst mich in Ruhe. Zweimal. Bitte. Ich hab dreimal. Vielleicht viermal. Wäre der Tod eine Gnade. Und... Na. Fünfmal. So, während ich im Hintergrund das Jammern der Dame gehört habe, ja, ich find's auch nicht schön, aber was willst du machen? Mensch. Alles ruhig. Ich denke, er ist weg. Natürlich ist er weg. Hier ist niemand mehr, junge Dame. So. Die regeln das schon. Dazu sind sie ja da. Für mich stellt sich doch immer wieder die Frage, wer ist denn letzten Endes Freund, wer Feind? Und damit meine ich eigentlich eher die Frage, bei wem kann ich mich einfach so vorbeischleichen und bei wem nicht? Was haben wir denn hier? Hier könnten wir uns verstecken. Ja, aber auch nicht. So, erstmal hier hoch. So, da hinten irgendwo. Okay, jetzt wo am besten lang? Ja, das weiß ich ja nur mittlerweile. Man muss immer diese Stadt hier im Auge behalten. Beziehungsweise nicht nur diese Stadt, sondern auch seine Umgebung. Sagen wir es mal so. Das Einzige, was ich jetzt hier an dieser Stelle machen kann, ist eigentlich runterspringen. Und das ist schlimm. Das ist eigentlich sehr, sehr schlimm. Übrigens, Grant Morden, wir sind quasi am Zielort angelangt. Die Frage ist nur, wo kommen wir am besten lang? Harte Zeit. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ich hoffe, es passiert nichts. Wow. Kommt, Brüder und Schwestern. Es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen von den Sätzen umarmt werden. Werden wir Orion sehen? Natürlich. Er ist derjenige, der uns reinigen wird. Reißt Orion! Orion erwartet euch mit offenen Armen! Reißt Orion! So, Leute, wir schauen mal, während die da quatschen, mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind... Upsa, wir sind da... Wir müssen eigentlich... Oh, hier rechts lang? Ernsthaft? Wir haben alle Götzen Blut! Die Götzen heißen jeden willkommen! Kommt und werdet geheilt!
Irgendwo geht hier eine Treppe lang, nicht wahr? Hier lang? Ja, tatsächlich hier lang. Okay. Alles klar. Preist Orion, ja, ist schon klar. Und jetzt hoffe ich nur, dass da nicht irgendwo noch jemand auf dem Weg ist. Oh mein Gott, das sind ja zwei Wachen. Okay, wisst ihr was? Wir müssen eine Ablenkung starten. So. Ablenkung geschafft. Okay, da ist eine Tür, da ist Feuer. Okay, wir hätten natürlich auch das Licht ausmachen können, irgendwie. Aber die Frage ist nochmal wie. Weil letzten Endes, schaut mal, hier ist doch gar nichts weiter. Wo willst du denn hier ein Licht ausmachen? Wir hätten natürlich von hier oben wahrscheinlich irgendwo kommen können. Ja, schau mal einer an. Quasi von dort aus irgendwo, aber ja, jetzt sind wir nochmal hier. Da hier nichts weiter zu sein scheint, werden wir doch direkt mal gleich zumindest. Wir schauen erstmal hier durch. Das Schloss ist das, was wir aufknacken. Und ja, hier scheint es nichts weiter zu geben. Zack. Einmal das fröhliche Schloss aufknacken. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So. Ja, ich bin ein wenig außer Übung, was das Schlösserknacken angeht. Jetzt trotzdem erst einmal hier nochmal geschaut. Gibt es hier irgendwo was? Ne, gibt es natürlich nicht. Gott, dann. Auf geht's. Holen wir uns unsere Beute. Für treue Dienste in der Wache. Tja, ohne Leute wie mich würden sie die Wache nicht brauchen. Das Tüftlerei haben wir natürlich jetzt. Das heißt, deinen Auftrag haben wir auch erledigt. Sehr gut. Zwei Aufträge in einem Bad dafür, dass wir uns das letzte Mal, respektive das vorletzte Mal, so gut verlaufen haben. Ist das sehr gut. So, neues Dokument. Befehl des Diebesfänger-Generals. Mortimer, du bist wieder so schnell, du bist weder so schnell noch so diskret, wie du es versprochen hast. Ich habe dir eine Summe bezahlt, die an Erpressung grenzt und will jetzt mein Ehrenzeichen dafür. Und es muss echt aussehen. Ich will es bis zum Mittsommertag, sonst lass ich dich hängen. Ich erwarte, angemessen beeindruckt zu werden. TH. Ja, da ist wohl einer nicht sehr erfreut, dass etwas ein wenig langsamer voranschreitet. Aber was soll's. Das war wohl der Tempelfänger-General, der das gefordert hat. Wer denn auch sonst? So, haben wir hier noch irgendwas anderes? Nein, natürlich nicht. Das hätte mich auch gewundert. Na gut, Leute, dann würde ich aber sagen, wir setzen an dieser Stelle einen Cut. Immerhin haben wir doch schon hier ein wenig was erreicht. Was steht hier eigentlich? Genuine Sale, ja, Verkauf. Alles klar, ein ordentlicher Verkauf. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, wir setzen an dieser Stelle einen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit Let's Play Thief. Bis dann, Leute. Ciao.